Habt ihr nicht auch schon immer von einem schönen Rasen geträumt? Ihr könnt euren Rasen nicht mehr sehen. Ihr seid am Ende. Ihr wisst nicht mehr, wie es weitergeht. Tag ein, Tag aus, diesen Rasen zu sehen. Und was ist das? Das darf nicht wahr sein. Das ist Moos. Und was ist hier? Das ist doch Unkraut. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr weiter. Jetzt hier auf meinem Kanal. Ja, wieder mal herzlich willkommen. Hier ist Ingo der Heimwerker auf YouTube. So, heute geht es um das Thema Rasen vertikutieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall bei dem Video viel Spaß. Wir sehen uns nach dem Video wieder. Bis gleich. Schritt 1, Rasenmähen. Mindestens auf 4 cm. Schritt 2, Vertikutierer einstellen. Schritt 3, Vertikutieren.
Nö, du, das darf doch nicht wahr sein. Mensch, du, Steine im Garten. Das ruiniert mir meinen ganzen Vertikutierer, du. Jetzt geht's dem Unkraut an den Kragen. Schritt 4, Rasen säubern. So, und hier sind die Moos- und Rasenreste. Ja, und hier sind wir schon wieder. Ihr könnt natürlich den Rasen auch düngen, ja, aber bei uns ist es immer so eine Problematik mit der Düngerei vom Rasen, weil es gibt Chemiedünger, es gibt organischen Dünger, aber ich meine, Dünger ist Dünger und bei uns spielen eben die Kinder viel auf der Wiese, ja, und da bin ich da schon ein bisschen skeptisch, sage ich ganz ehrlich, und da müssen wir eben den Rasen irgendwie so hinbekommen, ohne Dünger, ne? Ich denke auch, dass wir den so saftig hinbekommen. Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, wieso hat er den gleichen Pullover an wie in dem vorigen Video? Das kann ich euch beantworten. Das liegt daran, dass ganz einfach die Videos hintereinander weg produziert worden sind. Ja? Und oberkörperfrei will ich mich jetzt hier nicht hinsetzen. Deswegen mit dem gleichen Pullover an. So, wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Oder wenn er euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Auf jeden Fall, lasst bitte einen Daumen da. Ja, auf jeden Fall ganz wichtig, abonniert mich. Das hat natürlich den Vorteil, dass ihr kein weiteres Video mehr von mir verpassen tut. Ja? Wenn ihr natürlich das Video von mir verpassen wollt, dann braucht ihr mich nicht abzuabonnieren. Abzuabonnieren, hätte ich gerade sagen. Ne? Also nicht zu abonnieren. Ja, und ansonsten schaut meine Endcard nochmal an. Ja? Die läuft dann in dem Abspann. Und da könnt ihr auch noch auf weitere Videos zugreifen. Schaut euch direkt mal meine Playlisten an. Ich würde sagen, ich bin an der Stelle raus. Das war Ingo der Heimwerker auf YouTube.